Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baiten Kaitos. Ich weiß ja auch nicht, warum das jetzt hier so schief läuft. Leider hat sich ja nun gestern die ROM aufgehängt, beziehungsweise heute Morgen. Ich sagte bis gleich. Außerdem bis gleich wurde ja nun erstmal nichts, da ich erstmal ein anderes Spiel hochgeladen habe auf YouTube, beziehungsweise ein Video zu einem anderen Spiel. Ja, das erkennen wir alles schon, von daher wird es mal wegdrücken. Ich hoffe mal, dass es dieses Mal keine Probleme gibt. Verdammt, ich hätte ein schlechtes Bild verkaufen gehen können. Das werde ich jetzt direkt sogar tun gehen. Vielleicht hat es auch damit zu tun gehabt. Ich weiß es nicht. Ich habe da so einen ganz anderen Kandidaten in Verdacht. Hallo. Ja, hallo. Wie geht's? Einkaufen. Verkaufen. Genau. 105. Mehr kriegen wir auch nicht für das Ding. Und es bringt uns auch nichts, andere Magnets zu verkaufen. Denn die bringen uns alle kein Geld. Es bringt uns wirklich nur was, Fotos zu verkaufen. Ich finde das System sehr schön. Ist mal eine Abwechslung von dem typischen Geek-Grinden, um Geld zu bekommen. System. Ich bin auch kein großer Freund von dem Geh nur grinden um. Also, von dem System, wo es heißt. Geh grinden um, EP zu bekommen und nur grinden. Also, ich meine, hier gehen wir wenigstens noch zur Kirche, beten am Altar und leveln dadurch. Also, können unsere EXP verwerten. Was ist besser? Angriff 8 oder Verteidigung? Ich nehme Verteidigung, weil Verteidigung jeder benutzen kann. Oder fast jeder. Natürlich werden wir noch ein paar Charaktere bekommen. Das ist so ganz normal. Verdammt! Hab ich mir erstmal hier eine Abwehr gegeben, oder was? Ja. Okay, Kollege. Ja, wir können auch bei der Verteidigung Strides und Zweier, Dreier und so weiter spielen. Ist allerdings etwas schwieriger, wie ihr gesehen habt. Aber nicht unmöglich. Was gibt's hier noch zu wissen? Eigentlich nicht viel. Jedenfalls für den Moment nicht. Okay, haben ihn. Sehr schön. Ich habe beschlossen, Parts nicht mehr länger als 10 Minuten zu erstellen. Denn, um das zumindest zu versuchen. Denn ich bin kein großer Freund davon. Ehrlich gesagt, wenn ein Video jetzt hier eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde oder sonst wie lang geht. Ja, ich habe ja früher selbst noch Let's Plays geguckt. Mittlerweile eigentlich weniger. Keine Zeit mehr dafür ab. Da ist er wieder, unser Justin Bieber-Verschnitt. Der mal wieder 2 Schaden macht. Und dafür jetzt die Rechnung ziehen muss. Ich weiß gar nicht mal, was das für ein Vieh sein soll, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie man es nennt. Ganz ehrlich, ich wüsste es aber gerne. Ganz meine Rede. Man soll bekanntlich nicht den Tag vor dem Abend loben, doch bisher habe ich das Gefühl, dass das hier besser läuft. Ja, ist die sinnvollere Wahl, erstmal einen auszuschalten und danach ein Foto zu machen. Wir können ja eh nur eins mitnehmen. Und, ja. Versuchen wir es wenigstens mit dem Bonus noch ein bisschen was reinzuholen hier. Zack und zack. Und es hat sogar gereicht. Ja, wir können den Fotoapparat mit den Kombos einbauen. Eieiei, das ist gemein. Das ist jetzt mal richtig gemein, aber ich nehme das hier. Das Foto ist besser. Ich weiß noch, wie ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Da war es eine Demo.
Im damaligen Pro-Markt. Den gibt's ja nicht mehr. Da ist jetzt ein ganz anderer Laden auch drin, ne? Wie ich das früher gespielt habe. Dachten wir noch so, was für ein komisches Spiel. Selten so was Merkwürdiges gesehen. Naja. Und hatte meine Schwester dann dieses komische Magazin in der Hand. Irgendwas über irgendwelche Spiele drin stand. Und dann haben wir auch Peyton Kaitos. Ah, klang super. Hab ich die Bilder gesehen und dachte mir, ja, das ist ein merkwürdiges Spiel. Loser dachte ich mir nicht. Lieber Kellis. Entschuldigung. Auch wenn ich huste, mach ich lieber mal ganz kurz das Headset für euch aus. Na. So kam das halt dann, dass ich das Spiel irgendwann mal gebraucht. In einem Laden gefunden habe. Und natürlich nicht drum herum gekommen bin, es mir zu kaufen. Einfach weil die Handlung cool klang. Dann hatte ich es halt, hab's gezockt und fand's irgendwie geil. Plötzlich. Sehr merkwürdige Geschichte, ich weiß. Interessiert auch keinen, aber im Moment habe ich nicht viel zu erzählen. Während dieses Kampfes. Ich meine, wir kennen diese komischen mottenartigen Gegner hier. Die komischerweise Mottenkugeln droppen. Mit ihnen fertig ist. Oh, was ist das? Aha, Lederhut. Den brauche ich auch voll. Später sind all diese Magnets nichts mehr wert, glaubt's mir. Wir werden sie viel bessere bekommen. Oh. Was nun? Ich weiß es. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ich habe keine genaue Idee mehr, aber... Naja. Unser erster Endgegnerkampf, um diesen kümmern wir uns aber erst im nächsten Part. An der Stelle sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Part von Let's Play Peyton Kaitos.